ETF-Sparplan, Aktiendepot oder doch private Rentenversicherung? Welche dieser Strategien wird sich am Ende des Tages für dich mehr lohnen? Genau dieser Fragestellung möchte ich in diesem Video auf den Grund gehen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du bis zum Ende dran bleibst, weil du nach diesem Video vermutlich Entscheidungen treffen wirst, bezogen auf deine eigene Altersvorsorge. Plus, am Ende habe ich auch noch einen richtig coolen Bonus für dich, den du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Und ich möchte versuchen, diese Frage zu beantworten, indem ich euch einfach mal mitnehme in quasi ein Beratungsgespräch. Also was bei uns in einem Beratungsgespräch stattfindet. Und das möchte ich jetzt quasi mal hier nacherzählen, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Und bei uns geht es in der Beratung, Versicherungsberatung, zumeist eben um die Themen Arbeitskraftabsicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung und eben auch Altersvorsorge. Und zum Thema Altersvorsorge gehört natürlich auch eine private Rentenversicherung, private vorgebundene Rentenversicherung, ETF-Rentenversicherung und Co. mit dazu. Und eine Frage, die natürlich von vielen unserer Kunden kommt, berechtigte Frage ist, ja, Moment mal, macht das so viel Sinn? Ich habe doch auch die Möglichkeit eben, das über ein Depot zu machen. Ja, ETF-Sparplan, Aktiendepot, wie auch immer. Und das ist dann unsere Antwort darauf. Wir gehen nämlich nicht her und sagen, nein, mach das auf gar keinen Fall, ETF-Sparplan ist böse, ja, das wird nicht funktionieren und so weiter und so fort. Und eine Rentenversicherung ist immer die einzig wahre Lösung. Das machen wir tatsächlich nicht. Das hättest du jetzt vielleicht vermutet, weil wir Versicherungsmakler sind und damit unser Geld verdienen. Aber das ist nicht unser Ansatz. Das ist auch nicht mein persönlicher Ansatz. Also meine eigene Altersvorsorge sieht genauso aus wie die Altersvorsorge, die wir unseren Kunden empfehlen. Und wir erklären den Kunden Folgendes. Und zwar, dass es nicht jetzt diesen einen Königsweg gibt. Den gibt es rückblickend. Rückblickend wird man immer sagen können, ja, das war genau richtig, das so zu machen, oder es war extrem falsch, das so zu machen. Aber das geht nur rückblickend. Niemand kann im Vorfeld die Frage beantworten, mit welcher Strategie du besser fahren wirst. Wenn dir das jemand sagt, dann lügt diese Person schlichtweg. Das kann niemand vorhersagen. Ja, es gibt Wahrscheinlichkeiten und es gibt Annahmen, aber es gibt keine Gewissheit. Und das ist super wichtig, dass du das jetzt schon mal, ja, aus diesem Video mitnimmst. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, welche Strategie am Ende des Tages sich für dich mehr lohnen wird. Warum nicht? Weil ein ganz großer Faktor eben unbekannt ist, nämlich wie lange du leben wirst. Das weiß niemand. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn du das Ganze über ein ETF-Depot machst, machst einen Entnahmeplan dann später mal und ja, wirst vielleicht nicht allzu alt, dass sich das unterm Strich mehr gelohnt hat. Und ja, auf der anderen Seite, wenn du halt vielleicht sehr alt wirst und hast das auch irgendwie über ein Depot gemacht mit einer Entnahmeregel, dass das dann vielleicht doch nicht so aufgegangen ist, weil plötzlich irgendwie kein Geld mehr da war. Ja? Und weil die Märkte absolut abgerauscht sind in deiner Rentenphase, wo du aber noch voll investiert warst, weil das irgendwie halt die Strategie deines Entnahmeplans war. Ja? Und auf der anderen Seite hast du halt die Möglichkeit mit einer Rentenversicherung vorgebunden, die auch in ETFs investiert, die dir am Ende des Tages eine lebenslange Rente zahlt und du aber nicht das Risiko hast, dass du zum Beispiel noch voll investiert bist. Das heißt, es kann dann relativ egal sein, was dann noch an den Aktienmärkten passiert. Und wenn man sich das jetzt mal so anschaut, dann leitet sich daraus eigentlich unserer Meinung nach eine Philosophie ab oder mehrere Philosophien ab und daraus sollte man dann einfach sich selbst eine aussuchen. Und ich erkläre jetzt mal meine Philosophie, wie ich das mache und wie das dann auch am Ende des Tages 80% unserer Kunden machen. Warum? Weil es für sie passt. Ich habe auch ein Depot, ich habe auch einen ETF-Sparplan. Der ist für mich zum Vermögensaufbau gedacht. Ich baue mir damit Vermögen X auf, mittel-, aber eher langfristig. Und dieses Geld nehme ich dann vielleicht irgendwann mal her, ein Haus abzubezahlen oder irgendwie vielleicht eine andere große Summe, die irgendwo benötigt wird, damit dann ja zu tilgen, abzubezahlen, zu investieren, wie auch immer. Es ist aber nicht mein Ansatz, dass dieser Vermögensaufbau dazu dient, mir später mal eine lebenslange, entspannte Rente zu finanzieren. Das ist nicht meine Philosophie, sondern hier habe ich dann clevere
vielen Fällen ETF-Rentenversicherung, wo ich ja so ein bisschen beide Welten kombiniere. Ich kann auch in kostengünstige ETFs investieren, habe aber die Sicherheit und auch die Abwicklung, sage ich jetzt mal, des Versicherers hinten dran, ja, der mir lebenslang die Rente bezahlt, egal wie viel Geld am Ende des Tages noch drin ist. Wenn ich 200.000 Euro drin habe und bekomme das ausgezahlt und bin plötzlich irgendwie 95 und eigentlich ist kein Geld mehr in meiner Rentenversicherung, zahlt der trotzdem weiter. Das ist ja der Witz an der Sache. Lebenslange Rente, garantiert. Und mir kann es dann egal sein, was an den Aktienmärkten passiert oder sonstiges. Da wird automatisch umgeschichtet in weniger volatile Anlagen, ein paar Jahre vor Rentenbeginn. Und das passt zu mir besser. Ich persönlich, auch wenn ich mich damit auskenne, ja, habe Finanzfachwirt studiert und so weiter und so fort, habe ich keinen Bock drauf. Und ich sage das genauso, ich habe keinen Bock drauf, noch mit 70 irgendwo in meinem Depot rumzuwurschteln. Und dann immer mal zu gucken, passt das noch mit der Entnahmeregel? Und ja, wenn es dann gerade irgendwie nicht passt, dass ich den Gürtel enger schnallen muss, weil halt das gerade alles nicht so funktioniert und die Märkte unten sind. Habe ich persönlich keinen Bock drauf. Will ich nicht. Ich will das später mal sorgenfrei haben. Entspannt haben. Ja, und genau diese Fragen solltest du dir selbst eben auch stellen. Und je nachdem, wie du diese Fragen für dich ehrlich beantwortest, kannst du dann die eine oder die andere Strategie für dich auswählen. Heißt, und ich möchte da jetzt nochmal reingehen, wo es weh tut, weil ich das so oft mitbekomme. In Facebook-Gruppen, in Instagram-Nachrichten, aber natürlich auch ab und zu dann in unserer Beratung, wo die Leute dann danach sagen, Moment, so habe ich das noch nie gesehen. Ihr habt recht, so will ich das eigentlich gar nicht. Nämlich, wenn du hergehst und sagst, okay, ich mache das über ein Depot. Ja, nochmal, darfst du machen, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber hast du dir alle wichtigen Fragen vorher gestellt? Das ist was relevant ist. Nämlich, hast du dir die Frage gestellt, okay, kommst du damit klar, wenn die Märkte so wie ja, jetzt im Jahr 2022 so extrem volatil waren, kommst du damit klar, wenn du später mal in der Rentenphase bist und das genauso abgeht, ja, und plötzlich du irgendwie 20-30% verlierst an Wert, der da drin ist in deinem Depot, was eigentlich deine Altersvorsorge ist und du natürlich dann schon weißt, dass das wahrscheinlich ja, nicht wieder in der Kürze der Zeit so nach oben gehen wird und du vielleicht auch gar nicht mehr so viel Zeit hast, dass sich das wieder aufbauen kann. Hast du wirklich Lust, wie gerade eben schon gesagt, da ständig reinzugucken und umzuschichten, wenn nötig und so weiter und so fort, bist du vielleicht gar nicht mehr in der Lage, gesundheitlich das zu managen? Etwas, was viele überhaupt nicht bedenken. Wie sieht es mit deinen Hinterbliebenen aus? Können die das weiter managen? Haben die Expertise, so wie du die hast? Wenn du sagst, nee, mein Depot ist dann irgendwie auch was, was ich jemandem hinterlasse und das dann vielleicht für den Ehepartner eine weitere Form der Altersvorsorge ist, kann diese Person das auch managen? Ja? Also all diese Fragen solltest du dir stellen und ehrlich beantworten und dann daraus ableiten, mit welcher Strategie du am Ende des Tages fahren möchtest. Und ich würde mal, mich würde mal interessieren, welche Strategie das für dich ist. Hast du vielleicht auch so eine Kombi, wie ich, wo du sagst, ich trenne das, Vermögensaufbau hier, Depot, planbare, lebenslange Altersvorsorge, stressfrei, das mache ich dann über clevere, private, vorgebundene Rentenversicherung. Oder machst du es ganz anders? Schreib es unbedingt mal in die Kommentare rein. Gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Immobilien und naja, der eine oder andere macht es vielleicht auch mit Kryptowährungen. Das wäre mir ein bisschen zu heiß tatsächlich. Aber schreib das gerne mal in die Kommentare mit rein. Und jetzt kommen wir noch zu dem coolen Bonus, den sich eigentlich jeder hier schnappen sollte, der gerade dieses Video schaut. Es gibt nämlich aktuell eine sehr coole Aktion von Trade Republic, einem Broker, wo ich auch selbst mein Depot habe. Und wenn du selbst dort noch kein Kunde bist, beziehungsweise die letzten 6 Monate kein Kunde warst, dann kannst du jetzt von deren Neukundenaktion profitieren. Wie sieht die aus? Relativ simpel. Du meldest dich dort an, machst dir dein Depot und bekommst dann eine Gratis-Aktie im Wert von 50 Euro. Es gab früher mal eine andere Aktion, da war das so bis zu irgendwie, aber hier auf alle Fälle, du bekommst 50 Euro oder, also eine Aktie, die den Wert von 50 Euro hat, oder einen Teil einer Aktie. Und das ist eine ganz neue, coole Funktion von Trade Republic. Du kannst jetzt auch Teile einer Aktie erwerben. Sehr, sehr cool. Und 50 Euro bekommst du hier auf alle Fälle. Bitte schau dir die Bedingungen dann auf alle Fälle noch genau an, was du hier machen musst, damit das alles auch funktioniert. Du musst dich natürlich verifizieren und so weiter und so fort. Findest du alles auch nochmal in der Beschreibung. Und den Link, damit das auch entsprechend funktioniert, findest du hier unter dem Video und kannst dir direkt dann die App runterladen und den Prozess starten. Und weil in diesem Video das Wort ETF-Rentenversicherung schon ein paar Mal gefallen ist und du vielleicht damit noch gar nicht so viel anfangen kannst, habe ich dir hier mein Video noch genau zur ETF-Rentenversicherung verlinkt. Schau dir das unbedingt auch mal an, falls dich das interessiert.